Danke, Herr Präsident, Herr Bundeskanzler, Herr Bundesminister. Die fabelhafte Welt der ÖVP, von der haben wir gerade gehört, der Herr Bundeskanzler heute der Rede, wo ich mir denke, was lässt jetzt die Tagespresse noch dazu einfallen, beziehungsweise von welchem Land spricht er eigentlich? Und dann kommt der eigentliche Treppenwitz, und ich möchte es Treppenwitz, und ich möchte es ja schon fast als frivol bezeichnen, wenn der Präsident jener Fraktion im Haus, die vor kurzem noch den Herrn Dollfuss im Club hängen gehabt hat, einen Ordnungsruf für Austrofaschismus austeilt, dann wissen wir, wie sie ticken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt kommen wir zurück in die Realität. 1 Million Arbeitslose, 17% aller arbeitenden Leute in Österreich sind arbeitslos, alle arbeitsfähigen Menschen, das ist jeder fünfte Bürger, das sind 31% plus, Herr Bundeskanzler Kurz, und das ist nicht, sind nicht die grünen Wiesen, von denen Sie uns da vorher versucht haben zu erklären. Der Alpenländische Kreditorenverband prognostizierte im Jahr 2021 einen Anstieg der Firmeninsolvenzen um 15%, bei den Privatinsolventen sind es 50%. Auch da kann ich keine grünen Wiesen erkennen, und vielleicht noch eines zur SPÖ. Liebe SPÖ, Sie müssen sich heute halt einmal überlegen, was Sie jetzt wollen. Wollen Sie das Land zusperren? Wollen Sie das Land aufsperren? Aber ich bin Ihnen ein bisschen den Eindruck, so nach dem Motto, wasch mir und mach mir nicht nass, aber irgendwo müssen Sie auch einmal Farbe bekennen, und nur diese Aktuelle Stunde zu machen, wird auch von Ihrer Seite her zu wenig sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wieder zurück zur ÖVP. Die Kreditreform sagt Ende 2020, dass es einen massiven Rückstau von Insolvenzen gibt, und das sind immerhin 50.000 Unternehmen betroffen, das sind 10% aller Unternehmen in Österreich, und die bezeichnen sie dort als zombifiziert. Zombifiziert deswegen, weil ihre Maßnahmen vollkommen daneben gehen und weil das dicke Ende erst droht. Und der Kollege Eipeldauer von der NEOS hat vorher einen wichtigen Zwischenruf gemacht. Die größte Insolvenz, die es in dieser Republik gibt, die sitzt hier, das ist die Bundesregierung, und wir werden es relativ bald präsentiert bekommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind die Ergebnisse von verfassungswidrigen Erlässen, die Sie gemacht haben. Und in dieser Phase, wo nichts funktioniert, wo wir wirtschaftlich hinterherhinken, wo das Land sich demontiert und in Wahrheit alles zu Staub zerfällt, was Generationen aufgebaut haben, haben Sie nichts Besseres zu tun, als die Justiz anzugreifen. Zum Beispiel diese Debatte rund um den VfGH mit dem Sondervotum. Na, ich möchte mir das anschauen, wenn dieses Sondervotum kommt, ob Ihre rechtswidrigen Erlässe dann noch gehoben werden, wenn Sie jeden Verfassungsrichter am Marschall umhängen und sagen, und wenn du dagegen bist, dann musst du erklären, warum du das warst. Ich möchte wissen, wie der Herr Suppan, Ihr Multianwalt für alles, der noch dazu ohne die Anwaltschaft für Ihre Partei zurückzulegen im Verfassungsgerichtshof sitzt, na, das schaue ich mir an, wie der abstimmt, wenn er das darlegen muss. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gedacht worden, und am Ende des Tages geht wieder alles in Richtung der ÖVP, alles in Fokus, Message Control. Und da stellt man sich die Frage, wie wäre der Ostererlass gehoben worden? Wie wäre die rechtswidrige Unterscheidung von Handelsunternehmen gehoben worden? Wie wäre der rechtswidrige Mindestabstand auf Tischen gehoben worden? Herr Kollege, nimm ein bisschen die Maske runter, dann kriegst du Luft, und dann ist auch im Hirn wieder alles besser. Da braucht man nicht so dazwischenrufen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie würde der Verfassungsgerichtshof damit umgehen, wenn er dann feststellen muss, ob Ihre Verordnungen insofern rechtswidrig sind, als dass man im Corona-Gesetz sieht, Verlassen des privaten Wohnbereichs nur zu bestimmten Zwecken ist dann zulässig, das Einschränken, wenn ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems droht, und dieser droht aber nicht. Ja? Das heißt, der Verfassungsgerichtshof wird relativ rasch erkennen, dass all Ihre Verordnungen rechtswidrig sind, und wie soll er das dann machen, wenn er von Ihnen das Marschall umgehängt bekommt. Der nächste Wahnsinn mit der Justiz. Die Hausdurchsuchung bei Ihrem Intimus Blümel. Ja, warum ist denn die eigentlich verschoben worden? Wegen dem Lockdown. Ist ja klar, die Verdunkelungsgefahr, die besteht ja in Pandemiezeiten nicht. Ne? Und da können wir uns natürlich alle Anschläge auf die Justiz leisten, und dann tun wir auch noch Hausdurchsuchungen verschieben. Ja, und dann komme ich noch zur Frau Bundesminister Edtstadler, das ist mir schon ein Anliegen. Die Kollegin Belakovic hat vorher gesprochen von den Marschallposten. Sie haben ja eine Gehaltserhöhung zugestanden, die es in Wahrheit nicht gibt. Es hat 13 Bewerber gegeben, sie ist auf Platz 3 damals nominiert worden, ist trotzdem die Leiterin der WKStA geworden. Und ich frage mich schon, warum schweigt der Vizekanzler Kogler jetzt zu diesen unglaublichen Angriffen von der Frau Edtstadler in Richtung der Justiz? Warum gibt es noch kein Disziplinarverfahren? Warum gibt es noch keine Versetzung? Und der nächste in diesem Bunde, der mir hier noch fehlt, ist der Bundespräsident. Dem fällt zu allem und jedem was ein, vor allem wenn es im Ausland passiert, wenn ein Bundeskanzler der Wecker ist, der einen Brief schreibt, der seinesgleichen sucht, ja, dann fällt ihm nichts ein, dann schläft er weiter vor sich hin in der Hofburg, und es gibt keine Wortmeldungen mehr dazu. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Was sich hier abspielt, ist Wahnsinn. Was sich hier abspielt, ist ein Ablenkungsmanöver und am Ende des Tages nur dem geschuldet, dass die ÖVP den absoluten Zugriff zur Macht haben möchte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und auch wenn der nächste frivole Ordnungsruf schon auf mich wartet, es wird keinen Ständestaat 2.0 geben. Schminken Sie sich diese Idee ab. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete.